Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCad-Tutorial, KiCad 5.1.1. Auch hier haben wir schon wieder ein Update erhalten. Und ich möchte euch heute kurz nochmal zum GitHub was erklären. Und zwar, wie man GitHub updatet und worauf es dabei ankommt. Ich habe dazu noch einen Hinweis von einem Nutzer erhalten. Und das ist relativ wichtig. So, wie daten wir jetzt unser KiCad hier ab? Mit unserem Skript, was wir uns erstellt haben. Wir wechseln in den KiCad-Ordner und in den GitHub-Clone-Ordner. Und ich hatte ja bereits hier dieses GitHub-SH-Skript erstellt. Das hatte ich auch schon gezeigt. Ich zeige es trotzdem nochmal hier an dieser Stelle. Mit dem Set kann man sich es jetzt hier noch einmal anschauen. Und ich möchte euch das hier noch mal ein bisschen näher bringen. Wer das jetzt mal abschreiben möchte oder abtippen möchte, kann sich das jetzt hier ab oder das Video anhalten und dann entsprechend abtippen. Ich werde es nicht in die Kommentarzeile reinstellen, weil ich. Ja, ich möchte es jetzt mal so salopp ausdrücken, die Faulheit nicht unterstützen möchte. Ein kleines bisschen tippen kann nicht schaden an dieser Stelle. Also hier, wie gesagt, das Skript, was ihr dann in den GitHub-Ordner ablegt. So, und wir haben natürlich dann gesagt, wir machen jetzt hier ein Punkt slash GitHub SH oder Bash GitHub SH. Und wir sehen jetzt hier einen Durchlauf und zwar, ich möchte es hier mal größer machen, sind jetzt also einige Dinge geupdatet worden und zwar eben hier im Symbolordner. Das heißt, wir sehen jetzt hier, dass der Connector, die Connectors Library geupdatet wurde, die FPGA, die Interfaces und hier bei den Regulatoren und den Relays etwas geändert worden ist und dass da hier 20 Files geändert wurden und es hier 1311 Änderungen gab. So, und 19 Delete, also 1311 hinzugefügt und 19 Änderungen gelöscht wurden. So, das ist soweit jetzt mal durchgelaufen. Damit habe ich jetzt mein GitHub-Repository wieder auf den aktuellsten Stand gebracht. Was jetzt aber ganz wichtig ist, und darauf, das kommt es mir jetzt bei diesem Video eigentlich an, und zwar, ihr müsst hier bitte aufpassen, wenn neue Libraries hinzugefügt werden in die GitHub-Repositories oder auch neue Bibliotheken für Footprints, müsst ihr, ich mache hier mal einen Exit, diese jetzt hier wieder über das Verwalten von Bauteilen hinzufügen. KiCad macht das also nicht automatisch und deshalb empfehle ich also hier wirklich immer mal zu kontrollieren und zu vergleichen, sind hier schon alle Dateien oder Bibliotheken angemeldet worden, beziehungsweise auch eben nur vorhanden, aber nicht angemeldet im KiCad. Das heißt, sie würden oder würden dann nicht für das als Footprint zur Verfügung stellen. Da lohnt sich also immer mal wieder der Vergleich von der ganzen Geschichte, um zu prüfen, ist hier was Neues dazugekommen, was hier noch nicht in den Bauteil- oder Footprint-Bibliotheken ankonne oder verbunden worden ist. Das Vorgehen, auch das hatte ich ja schon gezeigt, dann hier entsprechend hinzufügen und man kann dann auf die neuen Bibliotheken zugreifen. Das nur als Hinweis und ich bedanke mich damit an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß beim KiCad-Basteln.